Herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei 7 Days to Die, der Alpha 15, zusammen mit der Danu, Servus, den Zombies und dem Xar. Ich komme die Zombies vor, Xar. Weil die hier näher stehen und Ladies first, weißt du? War das nicht Alter vor Schönheit? Ja, auch oh, dann würde Xar, das, glaube ich, also zutreffen, oder? Oh Mann. Nachdem der bei Fiber hat, ist der Xar schon wieder da? Ich bin da, genau. Hast du das Wasser ins Lagerfeuer? Ist alles im Lagerfeuer. Doch, die haben Teleskoparme. Mein Leben verlieren ist gar nicht angenehm. Nee, nicht so wirklich. Oh ja, dann komm du auch schon langsam zurück und trink wenigstens einen Becher. Ja, ich muss mich hier noch mit ein paar tausend Zombies. Wie viele prügeln. Hast du? Achso, da steht's eh. Ja gut, da kann ich einen zweiten trinken. Ja, ja klar, das ist genügend da. Wie schaut's aus mit deiner Jagd? Bist du erfolgreich oder soll man dich... Ich habe gerade 6 Zombies. Also erfolgreich. Also soll man dich eher unterstützen? Damit ich, man halt ich hätte nichts dagegen. Also ich bin hier eher jetzt damit beschäftigt, lustige Krankenschwestern und dergleichen. Ah. Gut, dann schaue ich in welche Richtung Koya ist. In diese hier und suche mir eine andere aus. Oder soll ich dir helfen kommen? Also angesichts der Tatsache, dass ich noch 50 Leben habe, könnte ich auch Hilfe irgendwann gebrauchen. Dann ist es ja gut, dass ich schon in der Richtung laufe. Oh, in die Baumstümpfe schaust die du haben halt eh rein, oder? Nicht so richtig. Ich habe das schon in den Kommentaren als Tipp bekommen, dass ich da reinschauen soll. Die haben übrigens echt Teleskoparme bekommen, die Zombies. Die treffen einen aus einer Entfernung, wo man eigentlich schon längst weg ist. Hm. Hau doch ab. Mach das nicht so. Oh, mhm. Ach Mann! Lass halt doch mal deinen Kopf still! Soll ich nicht treffen? Indem du das Wackeln mit einberechnest oder so. Kann sein, ja. Achtung, da kommt die Krankenschwester. Ja, ja, mit Teleskoparm. Also klar. Hm. Oh, Da, wieder Teleskoparme! Ah. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt ist es auf mich aggro, hoffentlich. Nein, die ist ja nicht. Die eine hatte wenigstens Wasser dabei hier. Mhm. Wo kommen die überhaupt her hier? Da unten ist nur ein Häuschen. Ja, bei dem einen Häuschen dummeln sie sich ja. Ein Häuschen! Mann. So. Die hier. Oh, war halt die Familie. Eine ziemlich große, ja? Kelly Family. Gut, dann ist das hinüber, hat Geld und Blutbeutel gehabt. Kannst ja mal lauschen, vielleicht fangen sie ja an zu singen. Und es gab Fett, immerhin. Also da unten rennt auch ein Bär rum. Nee, danke, den wollen wir nicht. Doch, dann können wir aber in die Spikes locken. Ich zerlege mal deinen auch, ja? Der gibt nämlich auch Fett und bringt uns damit Wackel. Mach das. Ich bin eh noch mit einem am Kloppen hier, mit diesen Zappelfilippen da. Die, und noch so ein Crawler. Rabler. Den einen habe ich da mal hingelegt. Und den zweiten habe ich, glaube ich, zumindest getroffen irgendwo. Hab mal das. So, Crawler hätte ich. Ups. Ja, die Achtung, Teleskoparm. Mhm. Hey, sag mal. So. Jetzt aber. Ja. Ist das denn? Na toll, dafür nichts drin. Zerlegst du's? Ich hab 30 Leben noch. Supi. Zerleg du mal. Ich wollte eigentlich zum Haus, ehrlich gesagt. Mit 30 Leben. Ja, jetzt sind ja alle tot. Was soll ich, also jetzt sollte doch hoffentlich nichts mehr. Gut. Mach mir nicht Angst. Mann. Bin jetzt endlich mal mutig. Ja, ja. Würde dir nie Angst machen, Roja. Komm aber lieber mal mit. Das finde ich gut. Schaut so aus wie das Haus, was du im Solo gehabt hast, gell? Sehr ähnlich, also ist auf jeden Fall dasselbe Modell, glaube ich. Schau mal rein, ob drinnen eine Fort steht. Unter Umständen ist es wirklich so eines. Nee, das wo ich drin war, hatte keine Forge. Ach so, Mist. Das war das kleinere. Ich bin mal oben. Außerhalb. Ja, ich gehe unten rein. Hm. Naja, gut, haben wir halt die Kelle Family aufgescheucht, was soll's. Die wird's verschmerzen.
Könnte übrigens bald neue Äxte gebrauchen, falls du nochmal wieder einen Schwung machen magst. Ich bin hier oben, aber ich kann dir auch frischen machen, wenn du magst. Nö, so eilig ist es jetzt. Obwohl, naja, wenn ich hier noch eine Tür aufmachen muss, mal gucken, ist die offen? Ja, mal schauen. Sollte noch gehen, hoffe ich. Sonst sagst du, muss einfach stelle ich dir die Richtung. Hau ich sie mit der Keule ein, geht das? Oh ja, sonst kommst du einfach nach oben und ich gebe dir eine. Klar. Gut. Ein Hoodie, also, jawohl. Oh, also zweimal Fleisch habe ich gerade gefunden und das ist okay. Ja, gut. Dann lege mal die Inneneinrichtung. Mach das. Ich futter mal so ein paar Painkillers hier. Das bringt doch auch Leben, oder? Ja, aber du verlässt Wasser dabei. Oh, super. Na, ich habe eh keins, was ich verlieren kann, also von daher. Hast du immer noch kein Wasser? Doch, doch, habe ich auch gefunden, fällt mir da auf. Kann ich auch nochmal eins trinken. So. Oben ist alles gelootet. Ja, hier unten noch ein bisschen Müll. Da hinten Joa. Ist ja. Nee, den Rotting locker Flash unten. Kann auch weg. Oh ja. Locker unten vergessen, mal, ja genau, klassischer Fehler. Zwei, ja. Da hast du da hinten schon nach dem Tresor geschaut? Nein. Nein, ich war jetzt nur oder? Hier drin. Ich würde sagen, nehmen wir mal später, weil sonst klopfen wir da jetzt eine halbe Folge dran rum. Ja. Also, das ist dann so ein bisschen... Noch mitnehmen. Wenn Vorhänge vorhanden sind, Kuya, kannst du die auch immer wegkloppen. Die sind nicht schlecht. Ja. Da oben bin ich fertig. Komm. Ja. Dann geh mal raus. Mal schauen, ob wir einen Reh finden. Mhm. Also, ich hatte schon zwei. Ja gut, dann haben wir schon Fleisch. Dann brauchen wir ja gar nicht jagen gehen, oder? Ich habe 15 Hide, 9 Fleisch und 7 Fett. Gut, ein bisschen Hide brauchen wir noch. Wie viel braucht man? 20, gell? Ja, klar, glaube. Ich glaube, ob das immer noch so ist. Moment. Sicher. Wer weiß, was sich da geändert hat. Und wir sind ja hier am See. Ist das der See? Ist das mein See? Mein Solo-See? Das ist mein Solo-See. Dann weiß ich auch, wo eine Forge ist. Man kann das jetzt auch aus Leder machen. Oh, ich hab einen Reh. Also Animal Hide oder Leder, beides ist super. Ich kann ja, dann, aus beiden eine Forge bauen. Dann komm mal mit, Danu. Du bist darüber. Wenn das hier der See ist, das ist doch mein Solo-See, oder? Bin ich da jetzt verrückt? Dann ist hier eine Kneipe mit ganz viel Ledersesseln. Brauchst du 20 von 20, jeweils? Ja. Also ja, du kannst nicht 10 von einem schon. Und 10 Nein. Von anderen oder so? Das sind zwei unterschiedliche Rezepte, aber 10 Leder habe ich schon. Ich glaube ein bisschen Leder hatte ich glaube ich ganz mitgenommen gehabt. Auch irgendwo das Vieh. Wo ist es denn jetzt hin? Also unten ist der... dieses Reh! Oh, jetzt ist... Ach, weißt du was? Der Xar macht das so gut. Ich lache mal dafür gerade ein paar Zombies an. Das ist eine gute Idee. So, wo bist du? So, Schweinchen hätte ich. Ja, gut. Gekommen, das war doch eindeutig. Ja, gut. Oh, das war jetzt gut. Fett brauchen wir ja auch ordentlich für die Fackeln. Ja, deswegen sage ich ja bitte die Zombies zerlegen. Naja, ach, die bringen auch Fett. Ich dachte nur die Dickies. Nein, die Zombies auch generell. Auch die dünnen? Auch die dünnen. Auch die ganz schlanken, die ganz mageren, da ist trotzdem Fett drin. Schön fettig. Ups, hier brennen Zombies. Ich glaube, die sind schlecht gelaunt. Hast du es durchs Lagerfeuer gejagt? Nee, das sind diese. Ich bin im brennenden Gebiet schon gewesen. Achso, okay. Nicht so schön. So, ich gehe mal zum See, dann kann ich auch noch ein bisschen Leder mitbringen, wenn ihr wollt. Ja, wenn es denn der See ist, ich zweifle da gerade dran. Die Zombies weg vom See. Ich glaube, das ist ein anderer See. Achso, gut. Oder? Das ist nicht der See, den es schon im alten Spiel gab. Oder doch, da drüben ist anderes Ufer. Das ist eine Haus mittendrin. Genau, doch, das ist. Ja, am anderen. War am anderen Ufer bei meinem Singleplayer scheint's. Sage mal. Ach Mann, diese. Die ist tot. Also mit den Teleskoparmen regt mich echt ein bisschen auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach mir Abstand.
Und wenn du dich hincrouchst, triffst du besser. War ja, denn der Hütte hier oben schon drin? Bitte? Wenn der Hütte hier oben schon drin war. In einer, ja. Also wenn die keine Türen mehr hat, dann waren wir drinnen. Ich will gleich sagen. Ja. Danu, falls du es schaffst, zu mir zu kommen, ich habe eine ganze Meute. Ich habe gerade noch ein paar Zombies da. Auch, ja, also ich habe hier ja, ja. Viele. Ich habe allerdings nur noch eine. Ich bin gleich fertig. Da lag ein Rucksack, verdammt. Oh. Gegen einen Stein rennen, wenn mich ein Zombie jagt, ist nie gut. Da. Da, die ist hinüber. Headshot! Lebt da noch was? Glaube nicht. Ich hab da schon wieder zwei. Schöne Headshot-Serie habe ich gerade hingelegt. Ich bin richtig stolz. Lebst du noch? Nein. Bin gerade fast stolz. Oh, was haben wir denn hier? Leather Cloths, Schematics. So, was schmeiße ich jetzt weg? Baseball Cap. Scrap. Low Head Armor. Ah. One Boots. Scrap. So ein blödes Schwein ist. Versteckt es sich hinter einem Stein? Gut, wenigstens haben wir dann genug Leder bei Xar, kriegt wenigstens das, was wir versuchen wollten. Na komm, ich habe auch Schweinchen gekillt, ja? Ja gut, dann haben wir haben ganz genug guten, Leder. Wir haben ganz guten Loot, also. Ja, passt. Bist du tot oder nicht? Ich glaube, der ist noch nicht tot. Jetzt. Oh. Wolltest mich irritieren, du blöder Zombie, gell? Ah, da schießt Xa auch schon runter, oder wie? Ja. Okay. Eieiei. Dann gebe ich den dir. Viel Spaß, es dürfte der letzte sein. Mal wegschmeißen hier, komm, so. Ich brauche vor allem echt jetzt langsam dringend was zu essen. Dann geh nach oben. Ja, du, hier sind so viele tolle Sachen. Baseball Helmet. So. Hunting Rifle Parts. Was ist das hier? Iron Reinforced Club. Hm, aber sind zu schlechte. Crap. So. So. Nachdem ich die Zombies jetzt alle zerlegt habe, da müsste ich eigentlich bis runter zum Haus kommen. Mal. Die sind alle zu mager, hier ist kein Fett drin. Doch hier. Bäh. Ekelhaft, was man sich hier zumuten muss. Zombie-Fett. Gut, ich habe einen Huhn erlegt. Wieder Federn für Koja. Ja, Federn habe ich auch jede Menge. So. Sandwich kann man weghauen. So. Ich habe jetzt auch einmal die Leather Cloths Schematic gelesen. Ich habe sie zweimal. Achso, ja. Ja. Ne, wir wollten das ja so ein bisschen redundant ja, aufbauen, jeder ein bisschen sozusagen. Mehr mitkriegt. Hm. Hier ist so dass dieser nicht der Backpack. Arme Kuya nachher feststellen muss, dass er keine Ahnung hat. Genau. Ganz bestimmt. So, jetzt komme ich zurück. Nee, also Häuschen, aus der Staffel wirst du dich zu auskennen. Die Häuschen hier unten hatte ich jetzt allerdings noch nicht. Kommen wir mal einen Quick Waypoint hier hin. So. Ich schau mir das eine Häuschen hier mal an. Ach hier, als Erinnerung. Ja, gut, kannst du machen. Ich bin voll. Also insofern. Wie, was? Du bist jetzt auch auf Fluttour, Xa, oder was? Ich dachte wenigstens, ja, einer baut. Ich bin auf der Jagd. Achso, ich dachte, wir wären fertig wir mit Jagd. Wir wollten doch alle schauen, dass wir die Forge können. Ja, können wir doch jetzt, oder? Jetzt also, können wir es, ja. Ich habe genug Iron Pipes. Ach, Iron Pipe habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Egal, ich habe welche. Ja. Nachdem ich keine braucht habe, habe ich mir gedacht, brauche ich es ja nicht sagen, dass man es brauchen. Mietwetter. Aber es ist fast neblig, also ich finde das gut. Und schon fast rein, ja.
Unterstütze das sehr. Die Hütte hier habt ihr auch schon auseinandergenommen, oder wie? Ist die Türe weg? So hinten nicht. Ja, in der bin ich drinnen. Aber du kannst reinkommen, ich habe nicht keinen Platz mehr. Da ist da oben noch eine Schematik. Achso. Gehst du da nach oben? Kann ich machen. Gut, unten habe ich, glaube ich... Ja, schaust du noch mal durch. Ich gehe jetzt hoch. Huch, mach mich doch Kuh. Schon wieder übrigens, als ich hier an unserer Bude vorbei bin, einen Zombie gehört. Ist irgendwie ein wenig eigenartig. Habt ihr noch Holz mit? Ist schon. Ja, 400 habe ich. 500. So, dann. Also, dann brauchen wir halt. Ja, schon wieder Zombies. Muss noch einer sein. Jetzt? Ich hab 5 halt oder sowas nur. Okay. Da unten. Da. Acht, die füllen wir mal die Wasserflaschen, wenn wir schon da sind. Genau. Das trinken wir. Das auch auf. So, jetzt können wir mal wieder ein paar Punkte verteilen. Also, meiner. Jetzt bin ich mal gespannt. Der muss doch jetzt eigentlich langsam mal meiner 69 bei. Wunderbar. Also, ist echt so interessant. Also, ein Press-Wasserhahn ist 25 Dollar wert. Mhm. Und? Dafür kriegst du in diesem Automaten nicht mal mehr einen Schokoriegel. Ich fand die Preise so extrem teuer. Wobei 150 gab es, glaube ich, schon was halbwegs Brauchbares beim Händler, meine ich. Echt? Na komm, du Reh. Du entkommst mal eh nicht. Ist es. Oh, wobei. Wein schaut interessant aus. Rent kommt man doch. Nix, ich habe ein Rent kommen lassen. Was? Ja, weil dein Schwein war. Und jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Kann ich auch nur mit der Axt hinterher rennen. Ich habe auch gerade ein Schwein quieken hören. War das? Wenn du jetzt ins Quieken gehört hast, dann ist das das, was ich gerade zerlege. Dass ich den Baum hier einfach nicht fällen lassen. So, Beinchen zerlegt. So, ich habe ein Reh dafür. Ah, hast du das Reh erwischt? Also ist zumindest direkt an unserer Basis gewesen, ich weiß es nicht. Ah ne, da oben ist es. Aber ich habe keine Pfeile, von daher ist es unwahrscheinlich, dass ich das Reh erwische. Das ist beim Schwein leichter mit der Axt. Doch, er liegt. Cool. Also das hieß, dass ich zerlege auch mit der Steinaxt ein Reh. Ihre. Ja. Reh und Schwein bitte. Unglaublich. Die Axtmörderin Danu. Ja. Naja, ich habe auf dem letzten Server wahrscheinlich zu viel gejagt. Also mir würden die entkommen. Also da hat sich irgendwie verfangen, oder wie? Nein. Brauchst du ihm nur kurz. Also erst schleichst dich mehr oder weniger an. Dann sprintest dich an und haust währenddessen genau auf den Schädel oder auf den Körper. Mhm. Das machst du 3-4 Mal, dann liegt er. Tschüss. Wird ganz gut, wenn man es ein paar Mal geübt hat. Da ist eine Schematik drin, also die kannst du dir dann gleich schnappen. So, wo gibt's denn jetzt was zu essen, was ich mir schnappen könnte? Da oben, Bacon and Eggs. Eat. Darf ich zack mal in die untere? Nee, gerade nicht. Ja. Ich habe irgendwie so saumäßig viel Zeug, das muss ich jetzt gerade mal loswerden, sonst kann ich hier gar nichts mehr. Wir müssen, ach oh Gott, müssen wir hier mal irgendwann ein System drin haben,
Ja, das Ebenfalls drin sind zwei taugliche Bögen, denke ich mal. Dann nehme ich dafür wieder das da rein. Wir haben schon wieder Zombie-Besuch. Ja, ich höre ihn. Kriegt das aber. So. Bällchen ab. Na, halt mal still. Eieiei. Gut, also mein Zeug ist alles drin, auch die Haut. Insofern kannst du. Nee, die Haut nicht. Die Haut tue ich dir gerade in die obere Kiste, weil du unten bist. Okay. Danke. So, dann kann ich hier nochmal ein bisschen buddeln. Ja, also ich glaube, bis wir hier eine halbwegs taugliche Basis haben, da vergeht echt einige Zeit. Das ist schon natürlich ganz was anderes, wenn man so ein eigenes Häuschen samt Ummauerung und dergleichen aus dem Boden stampfen möchte. Ja, aber wir wollten es doch ein bisschen anspruchsvoller. Natürlich wollten wir das. Nee, ich finde es auch gut so. Aber ich wollte aber nur feststellen, dass es halt wirklich ganz andere Liga ist. Vor der Haustür liegt noch ein Zombie, der möchte ganz zerlegt werden. Meine Hacke ist nämlich Schrott. Dann hol dann eine neue. Fertig machen. Regnet schon wieder. Oh. Leute, der hat sich unsichtbar. Achso, da oben liegt er jetzt, okay. Es ist immer der unter der Kiste. Soll ich das Tello mal einschmelzen? Ja, ja, es ist jetzt im Lagerfeuer auch schon einiges. In welchem? Im ersten, nimm das Wasser raus, dann brate weiter. Übrigens ist da irgendwo ein Schwein gerade in unseren Spikes gewesen. Moment, ich so, schau mal. Da, komm her, du kleine Schweinchen. Ist es, ich bin schon hinter dir. Also ich werde mal Essen auch in die Kiste schmeißen. Ja. Ja, mach das mal. Oder ihr stellt zur dritte Kiste hin nur fürs Essen. Du darfst auch unten gerne mal rausgehen, damit ich gleich mal Fackeln bauen kann. Wie, jetzt habe ich die ganze Zeit unten warten müssen, jetzt darfst du mal warten, so. Leute, wir bräuchten dann mal ansatzweise einen Boden, wo ich diese Forge aufstellen könnte. Jetzt ganz unten rein, ja. Weil sonst brauche ich die Forge ja nicht bauen. Ja, dann bau doch einen Boden. Einfach irgendwo hin. Also. Meist wir integrieren den dann irgendwie. Oder setzen wir halt neue Forges. Das schaffen wir schon, oder? Also irgendwie. Au! Ich wollte doch eine Fackel machen. Tello sollte genug da sein. Ja, ich war eine menschliche Fackel. Ach, schon wieder? Ja. Oh ja, es wird langweilig beim dritten, vierten, fünften Mal. Ich glaube auch. Naja, ich glaube, die Kommentare werden eher in die Richtung gehen, ich kann nicht genug davon bekommen. So. Was ist denn hier los? Ah. Wir hatten es. Achso, das Lagerfeuer ist ausgegangen, das. Ja, ich wollte es gerade wieder anmachen, jetzt bist du drin. Ja. Weil ich da noch mal Tello einen Auftrag gegeben habe. So, Receipts, Watch, was fehlt mir? Clay haben wir in der unteren, gell? Mhm. Boah, die Torches, weißt du, früher hast du die Torches so im Sekundentakt hergestellt, ne? Nein, Torches haben immer schon lang gebraucht. Was? Ja. Die Kohledinger nicht. Ich hab's nur nicht mitgekriegt, die habe ich nur. Ich habe die Kohledinger habe ich ja auch selbst gebaut. Die okay. Ging fapp. Die. Kann sein, dass dann die Metallo halt entsprechend lang brauchten, aber eine Minute pro Torch. Das ist ein bisschen. Also in 48 Sekunden haben wir unsere Forge. Yay. Dann, ich würde sagen, bauen wir die Forge. Aus in die Ecke da hinten, wo das Lagerfeuer hier so. Machen wir hier unten im Boden. Da noch Clay? Nehmen wir mal da ist Holz. Ach, da ist eh kein Holz mehr drinnen. Dann mache ich mal das Lagerfeuer kaputt. Ja, das habe ich schon rausgenommen, das Holz. Und graben hat das. Die Tonnen habe ich übrigens im Inventar, falls ihr die sucht. Aber noch ist ja hell. Jetzt sollten wir mit dem Tello eigentlich eh einige Fackeln zusammenkriegen. Ja, also ich habe jetzt noch 3 im Inventar. Hier. Soll ich draußen noch welche verteilen? Ja. Gut. Soll ich noch eine runtergehen, so? Weil du da noch ein Loch gemacht hast? Nö, das war versehentlich. Okay. Kann man eigentlich auch. Oder soll ich die draußen an die Wand von außen hängen? Oder in den Boden irgendwo? Macht denn da mehr Sinn? Man kann Erde nicht mehr setzen.
mal, ob es was anderes gibt stattdessen. Interessant. Ja, früher konnte man doch die Erde einfach in die Hand nehmen und bauen. Geht ja jetzt nicht mehr. Also, du hast es zwar in der Hand, aber du kannst es nicht setzen. Ich hab grad keine Erde. Das ist ein bisschen schade, ja. So. Wo ist denn... Haufen? Also noch eine Axt? Habe ich wahrscheinlich mal wieder fallen lassen. Ja, 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 es lässt sich ja schon meist, Werkzeug fallen. Meist da nur gute Äxte weg, weißt du? Und dann beschwert er sich, dass er keine hat. Ja, das ist so kurz halten nur. Immer, das ist... Und ich muss mir das dann anhören auch noch. So. So ist es. Wer ist denn der unteren? Ich. Ganz rein. Saß immer in irgendeiner Kiste. Ja, ja, jetzt habe ich lang genug hier gewartet. Das bin ich mal erstmal. Ja, 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 immer, ich warte immer lange. Ja, ja. Jedes Mal, wenn eine Kiste drin ist, der Zahn drin. Ich habe ein aus. Video, wie weißt du, für. Ich habe zuerst gewartet. Ich habe zuerst gewartet. Wollen wir nicht doch PvP einschalten? Ja, bitte. Sein. Aber damit Brandpfeilen. Ne? Ich bin hier in Arc so gut. Xar brennt so schön. Ja, kann ich auch behaupten. Ja, wenn wir dann beide wieder parallel umkippen. Das haben wir im Offscreen geschafft. Ich höre hinterm Haus höre ich einen Zombie. Ja, ja. Ich glaube, da hörst du jemanden Steine klopfen, oder? Nee. Oh nee, Zombie. So, wir können dann gleich mal den Anvil herstellen. Und damit auch Forged Iron. Ich bringe noch ein bisschen Roheisen mit. Ja, aber bitte haut jetzt rein nur das Roheisen rein, nicht das gescrappte Eisen. Okay. Weil man das direkt verwerten kann zum Aufwerten. Achso. Zum Aufwerten der Mauer brauchst du Iron. Und wenn du das jetzt in die Iron in die Forge haust, muss ich es erst herstellen nachher. Okay. Wie viel Clay haben wir denn so? Über 500. Ich schmelze zwar ein bisschen was ein, aber ich habe einiges drin lassen. Gut. Ah nein, sogar über 1600. Ja, wegen dem Einschmelzen meinte ich eben gerade. Ich habe ein bisschen was rein dann. Empty. Essen habt ihr jetzt nach oben dann, ja. Mhm. Wollt ihr jetzt nicht doch lieber dritte Kisten bauen? Na, no, vielleicht nicht schlecht. Auf jeden Fall. Dann machen wir eine Kiste, wo wir wirklich Baumaterial drin haben. Mhm. Wir haben übrigens noch 20 Tello. Mag man die Fackeln herstellen? Ich bin jetzt gerade unten Eisen hacken, also insofern könnt ihr so machen. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir das weiter in der nächsten Folge. Oh ja, so. Dann haben wir die nächste kann ich Nacht. Nicht, weil du hast irgendwie die Clothes. Ach, die Clothes Fragments habe ich noch im Inventar, das kann sein, ja. Ich komme gleich hoch. Ja, ja. Wenn wir noch eine Short Iron Pipe hätten, könnten wir noch eine zweite Forge aufstellen. Kannst du die nicht herstellen aus Eisen oder muss man da Stahl für? Doch, die kann ich und zwar can be used. Schauen wir mal, wie ich es kann. Ja, ich kann. Na wunderbar, dann kraft sie doch gerade zusammen. Die findet man zwar häufig, aber so viel Eisen würde jetzt nicht kosten. Mhm. So, und dann haben wir in der nächsten Runde da oben schon mal eine gewisse Grundausstattung. Mein Hunger ist immer noch groß, das ist immer noch so ein kleines Problem. Wir haben mal gucken, 40 dass man da... Fleisch. Aber nicht Bacon und Eggs, oder? Also, ja, sollten eigentlich auch genug da sein. Echt? Ich müsste nur schauen mal, was ich herstellen kann. Bacon und Eggs, halt, das wäre nicht schlecht. Dann haben wir da den Hunger auch schon mal erstmal bekämpft. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bauen wir das Ding ein bisschen aus. Nächste Nacht steht an. Mhm. Und dann ja, mal schauen, was wir da für eine Hütte zaubern. Ich bin mal gespannt. Soll ja auch ein bisschen was aussehen, nicht nur funktional sein. 9 Bacon und Eggs sind dann gleich fertig. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.